Bonus, Epilog, eine neue Zukunft. 3 Tage und 3 Nächte warst du also auf Wanderschaft. Ohne Pause, ohne Nahrung, ohne Wasser. Mein Gegenüber nickte bloß. Das ist wahrlich eine große Pilgerreise. Gerade, dass du sie nun noch machst. Reust du wahrlich immer noch so sehr? Als Antwort folgte zunächst nichts als ein Blick. Mischung aus genervt und amüsiert. Du hast das alles schon einmal gehört. Habe ich recht? Sagen wir einfach, neue Welt, selber Auto. Mir gegenüber saß ein Zoroark. Altbekannt und roh wie immer. Natürlich reue ich. Was erwartest du? Oder denkst du, die Welt hat mir zu Genüge verziehen? Es kommt darauf an, was für dich zu Genüge ist. Aber du hast schon vor Jahren das Ritual Darkreis durchgemacht und überlebt. Seitdem hast du keine Sünden mehr begangen. Auch wenn es mich ehrlicherweise bis heute etwas wundert, dass du das Ritual damals bestanden hast. Ehrlich! Schwungvoll erhob sich Epsilon wieder auf die Beine. Wir wissen beide, dass das nicht mein Verdienst ist. Das Urteil des Blutrubins war einst geprägt von Gnade. Nach einer gerechten Strafe könnte ich nicht hier sein. Aber ist denn Gnade wirklich ungerecht? Ja, sie ist definitiv im Spiel gewesen. Doch nur Momente, nachdem du Moral bewiesen hast. In einem Moment hattest du die Macht der gesamten Welt in der Hand. Doch hast sie benutzt, um deine Fehler zu beheben, anstatt selber zu profitieren. Anders, als man es von Epsilon erwarten konnte. Und anschließend hast du dich dem Ritual selber noch gestellt? Aus freien Stücken. Aus freien Stücken? Ja, nee. Nicht wirklich. Was wäre denn die Alternative? Einen verlorenen Kampf weiterkämpfen? Nun, letztlich sind wir uns wohl in unserer Uneinigkeit einig. Aber trotzdem, warum genau bist du nun wieder hier? Ja. Warum diese ganze Pilgerreise? Eine weitere Stimme ertönte aus dem finsteren Eingang der Grotte. Der Umriss zeigte eine Klinge, einen Schatten, blau glühende Augen. Das wüsste ich aber auch gerne. Was tust du hier, Epsilon? Was hast du im Verstand der Welt verloren? Krei, du kommst auch vorbei. Freust du dich denn nicht, mich zu sehen? Freude ist ein sehr starkes Wort. Und eines, welches auf Umständen basiert, welche ich derzeit nicht bewerten kann. Was erwartet ihr genau, warum ich hier bin? Irgendeine Riesenstory? Pläne meiner Weltherrschaft? Ich hab mir gedacht, letztes Mal hat scheinbar nichts gebracht, also versuche ich's nochmal? Mit Glück stelle ich diesmal nicht so eine Scheiße an wie letztes Mal. Nun schaltete auch ich mich wieder ins Gespräch ein. Nun, einen Grund hast du wohl nicht wirklich. Verglichen mit dem letzten Mal, nach allem, was du erzählt hast, hast du dein letztliches Ziel ja sogar erfüllt, oder nicht? Die Pokémon, welche durch den Krieg in deiner einstigen Zeit starben, sind hier am Leben. Und das in einer friedlichen Welt. Deine Wege waren anders, als du plantest. Die Umstände ebenso. Aber das Resultat? Ist es nicht eigentlich exakt, was du damals wolltest? Fast! Wie die Welt nun aussieht! Ja! Was ich mir vorstellte. Halbwegs. Doch in meiner alten Form.
Vorstellung. Es gab keine Pokémon wie Olanga mehr. Doch in dieser Zeit... Ich mag den Kerl nicht. Aber er ist wohl nicht so schlimm wie der, den ich einst kannte. Schätze ich. Und außerdem war es einst mein Wunsch, dass ich Frieden bringe und Pokémon dadurch sehen, dass meine Taten gerecht sind. Es ging um das Erbe. Mein Erbe sollte strahlen. Und jetzt, stattdessen habe ich selber lernen müssen, dass es nie gerecht war. Und doch hast du die Chance, es zu ändern. Aber wo wir gerade vom Ändern sprechen. Darkrai, du bist doch bestimmt hier, um zu berichten, nicht? Ja, genau dafür. Ich habe wieder meine Runde gedreht. Die große. Und ich wollte kommen, um zu berichten. Da mir nicht bewusst war, dass Epsilon bereits hier sein würde. Und ihre Anwesenheit ändert nichts. Es ist nicht so, als wäre streng vertraulich, was in dieser Welt geschieht. Wie diese neue Zukunft aussieht. Ich bezweifle ohnehin, dass du Neuigkeiten bringst, die Epsilon nicht kennt. Außerdem brauche ich das Wissen. Ich habe immer noch vor, meine Pläne aus dem letzten Jahr umzusetzen. Kurz blickte Darkrai das Zoroark etwas genervt an. Begann aber schlicht mit seinem Bericht. Also gut. Womit sollen wir anfangen? Schlicht in Kira Town. Ja, was tun die Pokémon dort derzeit? Gerade jene, die am Krieg beteiligt waren. Also gut, ich beginne in der Liga. Elementara ist wie immer Vollzeit beschäftigt, damit diese zu leiten und in Team Nordica zu kämpfen. Auch wenn ich stark den Eindruck habe, dass sie nun deutlich weniger gestresst ist als vor dem Krieg. Vermutlich, dass sie nun kein großes Geheimnis mehr behält. Trotzdem ist sie immer noch nicht sicher, was genau sie nun alles über diese Welt denken soll. Immerhin hat sich ihr mehr offenbart. Viel mehr als noch den meisten. Immerhin hat sie erfahren, dass ich auch ein Geheimnis vor ihr gehütet habe. Zudem erinnerte sie sich an alles, was bis zum Zeitpunkt ihres Todes geschah. Auch den Hinterhalt. Es hat seine Gründe, dass sie sich am liebsten von dir fernhält, Epsilon. Tja, ich habe nicht vor, sie zu anderem zu zwingen. Ohne auf diese Antwort zu reagieren, fuhr der Epolyxus fort. Team Slash läuft wie eh und je. Amagaga haben sie bereits kurz nach Kriegsende wieder aufgenommen. Als ich ihn vorhin getroffen habe, meinte Seraora auch, dass er derzeit versuchen würde, Epsilon wieder für Team Slash zurückzugewinnen. Kann ich bestätigen? Er scheint mich zwar nicht mehr wirklich abzukönnen, aber meine Kampfkraft hätte er wohl gern noch. Blöd für ihn, dass mich der Ringkampf einen Scheißdreck interessiert. Versuchen kann er lange, mich kriegt er dann nicht mehr zurück. Zumindest nicht, ohne als Gegenleistung meiner Idee zu folgen. Kannst du jetzt endlich mal von deiner Scheißidee aufhören? Die Pokémon vertrauen dir nicht. Weshalb sollte jemand mit dir eine neue Plot-Elite gründen wollen? Und wozu überhaupt? Diese Welt hat schon einen Wächter. Du kannst aber auch nicht überall sein. Stell dir doch einmal vor, eine Art kleines Netzwerk verteilt über die ganze Welt. Rechtschaffer an jedem Ort, vernetzt als neue Plot-Elite. Wir könnten Probleme so schnell, so effektiv lösen. Auch ich mischte mich nun wieder ein. Ich muss zugeben, schrecklich ist die Idee wirklich nicht. Aber auch wirklich nicht notwendig. Die Welt ist ruhig, Krieg scheint ferner denn je. Und so würde sich diese neue Elite bloß langweilen. Sie können ja nebenbei ihr normales Leben leben, so wie auch sonst. Aber dann hätten wir sie, sollte es irgendwann nötig werden. Und falls
tut's nicht. Dann schadet es keinem. Nun, ich denke, dieses Thema überlasse ich euch. Du weißt ja, Epsilon, wenn du ein solches Netz erschaffen willst, dann musst du selber die Leute finden. Ich weiß, aber es will halt niemand mitmachen. Zwei Leute habe ich bisher nur. Zwei Orte abgedeckt. Selbst in meiner eigenen Familie wurde ich abgelehnt. Dakras Antwort folgte, auch meine Gedanken widerspiegelnd. Jetzt tu nicht so beleidigt. Deine zwei bisher sind Polar und Hagel, beide Teil deiner Familie, deine einzigen Anhänger. Und Aurora hat auch nicht strikt bloß abgelehnt, weil sie die Sache schlecht findet. Wo wir gerade aber dabei sind, ich würde gerne meinen Bericht fortsetzen. Also, Aurora und Kel, wo wir gerade bei ihnen waren. Die beiden sind meinem Rat beim Ritual wie erwartet noch weiter gefolgt. Sie sind gute Pokémon und haben eine gute Zukunft vor sich. Und Vandino, warst du da? Wie sah es aus? Wird es bald schlüpfen? Sei mal nicht nervöser als die beiden selber. Ich war gestern Abend bei ihnen. Da wussten sie logischerweise nicht mehr, als sie dir vor 3 Tagen sagen konnten. Es wird vermutlich irgendwann nächsten Monat sein, bis ihr Ei schlüpft. Warum ist dir das denn so extrem wichtig? Das verstehst du nicht. Dann tue ich das halt nicht. Also weiter im Text. Polar. Den hatten wir ja auch gerade. Der gehört ja auch dazu. Er macht nichts, was die Welt gerade im Großen beeinflusst. Er hat nun wieder eine Bleibe gefunden, nachdem er seinen Kram in seinem alten Haus geräumt hat, um Platz für Auroras und Kels Familie zu machen. Wie du ja schon gehört hast, Jason, hat er sich dazu bereit erklärt, Epsilons Geschwister tatsächlich in der Sektion West-Kasonien zu übernehmen. Dort, wo er jetzt lebt. Ansonsten reist er nur wöchentlich nach Kiratown. Derzeit für Besuche. Laut Ankündigung an aller 3, in der Zukunft irgendwann auch wieder für Ligakämpfe, wenn auch seine Teampartner wieder bereit sind. Bis dahin hat Team Slash zumindest eine Sorge weniger, auch wenn sie bis heute immer noch daran verzweifeln, wieder einen Titel zu holen. In meiner unparteiischen Meinung können sie die Hoffnung ohnehin aufgeben, solange Nordica im Geschäft ist. Aber, ja. Also, letzte Station der Kriegsbeteiligten ist dann Aralsa. Dort hat Epsilon, wie bereits erwähnt, in Hagel auch ein Pokémon für ihr Netzwerk gewonnen. Auch wenn ich immer noch nicht glauben kann, dass es sich nach dem Krieg entschieden hat, wieder einfach zurück in das Dorf dazu gehen. Natürlich hat er sich dafür entschieden. Er hat dort für Jahre gelebt und mit den Mondor trainiert. Gekämpft. Gelebt. Zudem scheint er sich ziemlich gut mit Olanga zu verstehen, nachdem sie sich damals gemeinsam durch Jason verschwört haben. Nach seiner Rückkehr wurde Hagel übrigens offiziell zum Krieger ernannt, was er vorher nie wurde, da seine bloße Existenz ja ein Geheimnis war. Seitdem ist er ein Beta unter Olanga. Beta Hagel? Das hört sich sogar scheiße an! Ich bin immer noch der Meinung, dass er zurück nach Kiratown hätte reisen sollen. Tja, blöd für dich, dass er das nicht wollte. Und tu nicht so, als würde er nicht regelmäßig zu Besuch kommen. Ihn interessiert seine Familie durchaus. Gerade diejenigen, die ihn nicht für seine Lebensentscheidungen kritisieren. Lass mich meine Meinungen haben. Würde ich. Würden sie nicht andere beeinflussen. Also, Autor, das war der Stand der Dinge. Deine Meinung bleibt also. Natürlich. Und schon bald. Du hattest seit vielen Monaten nicht eine kleine Unreinheit zu berichten. Der Krieg ist zu Ende. Die Welt hat sich erholt und ist voller Frieden. Bald wird es Zeit für mich, sie als Autor zu verlassen und sie endlich in die Hände der Pokémon zu geben.
Verpiss dich! Jetzt schon? Keine Sorge, Epsilon. Ich bin ja noch hier, um sicherzugehen, dass du noch mehr anrichtest. Und ja, ich werde bald gehen. Diese Welt ist bereit, um in eigene Hände zu geraten. Und ich vertraue darauf, dass ihr sie schützen könnt. Alle. Es ist wirklich das Ende einer Ära. Nicht. Für Epsilon war es nicht nur eine Geschichte, die zu Ende ging. Es waren zwei. Und eine von ihnen sah sie selber in der Hauptrolle. Ja. Du hast mir inzwischen die ganze Geschichte erzählt und ich habe alles aufgeschrieben. Es gibt für mich nichts mehr zu tun. Kein Grund zu bleiben. Du hast dir von ihr die ganze Geschichte erzählen lassen. Für deine Zuhörer. Und du bist dir sicher, dass da nichts, sagen wir mal, beschönigt wurde. Das bin ich. Dafür wirkt es zu negativ Epsilon selbst gegenüber. Und ich habe die Dinge ja auch irgendwo selber mitbekommen. Ich brauchte nur Details. Na dann, ich muss mich wohl auch langsam wieder aufmachen. Irgendwann wollte ich auch wieder in Kiratown ankommen. Nun dann, viel Glück dir noch. Wir werden uns wohl nicht mehr sehen. Also, gibt es noch eine letzte Sache, die du all denen sagen willst, die gerade hier zuhören? Ein letztes Wort der Hauptcharakterin dieser Geschichte. Letzte Worte? Hä? Meine letzten Worte sind noch lange nicht gesprochen. Und wenn ich noch etwas zu sagen habe, sobald du weg bist, dann schreie ich es eben so laut, dass man es bis zu dir nach Hause hört. Das wahre Epsilon hat gerade erst begonnen. Es ist nämlich mehr als ein Pokémon. Es ist ein Ideal der Gerechtigkeit. Und es wird niemals sterben. Dramatisch hob sie ihren Arm, um welchen sie ihr einstiges Cape als Verband trug. Es war jener Arm mit der Hand, welche das Ritual vollführt hatte. Jene, auf welchem ihr Symbol eingebrannt war. Seit dem Tag des Rituales war er wieder verbunden. Denn zwar hatte der Blutrubin Gnade gezeigt, doch nicht genug, um ein bleibendes Geschenk zu hinterlassen und sicherzugehen, dass Epsilon so bald keine Schwertfeder mehr führte. Mit diesen Worten schritt sie nun heraus aus der Grotte ins Schwarz des Einganges. Doch auch ich wusste, hinter diesem Schwarz lag Licht. Das Licht einer neuen Zukunft. Ein Licht, das ewig strahlen würde. Ein Licht, welches erst von Dunkelheit verspeist werden musste, um aus den Schatten geboren werden zu können. Ein Ideal. Das Ideal Epsilon. Für die Ewigkeit.